willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo! So, diese Woche nochmal auf der alten Map. Und ab Samstag, so ist der Plan, wollen wir gucken, ob wir es auf der neuen Version von der Hofbergmann hinkriegen. Jo. Wir werden gucken, dass wir alle Fahrzeuge und Kontostand und so übernehmen, dass wir eben nicht bei Null anfangen. Wär blöd. Ja, wär doof. Und Tiere, also alles den gleichen Stand. Und dann hoffen wir mal, dass es alles funktioniert. Jo, so ist der Plan. So, ich fahr mal gerade noch ein bisschen Stroh ab, du gehst zum Händler, oder? Ja, genau, wegen Seemaschine. Ah, ja. Meine Kartoffeln wollte ich jetzt nicht nochmal anpflanzen. Müssen wir aber heute Abend auch wieder ein bisschen was im Hofladen einlagern von den Kartoffeln. Dass wir da gut Gewinn rausziehen. Oder so viel Gewinn wie halt geht. Wir könnten uns, glaube ich, wir könnten die Amazone Condor 15001 für 11.000 bieten. Die Condor? Mhm. Da ist halt die Frage, ob ich schnell genug das Stroh wegkriege. Wobei, du kannst ja mit dem kleinen Feld mal anfangen. Oder soll ich wirklich nur die Rohrspannen? Kostet halt 5.000 weniger. Du kannst ja mal, hol die Condor, komm. Ich guck, dass ich so viel Stroh wie möglich wegkrieg. Du kannst ja auf dem kleinen Feld anfangen zu säen. Ich kann ja auch von unserem Händler des Vertrauens auf den Hof übernehmen lassen, wenn wir das können. Kannst du auch machen. Irgendwie ist das ein bisschen schneller. Saatgut und so brauchen wir halt auch noch, gell? Ich glaube, ich haben wir ja keins mehr. Seit die Produktion weg sind, können wir auch im Moment auf der Version hier, die nicht kompatibel mit der 1.4 von LS19 ist, auch nicht produzieren. Das wird sich in der Samstagsfolge wieder ändern. Wir haben noch Saatgut hier. Ah, dann ist Dünger auch. Bin mir nicht sicher. Und das brauchen wir auch. Und wenn nicht, bin ich halt vorher und dann halt nachher. Nach dem Sehen. Ist auch nicht so schlimm. Ja, das wäre okay. Dann haben wir gleich zwei. Jo. Wo bist du? Fährst du gerade vom Händler zurück? Ich hoffe nicht. Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob 540 Liter reichen. Wird knapp. Kannst du nochmal, ich verkaufe gleich nochmal ein bisschen Stroh, dann kannst du noch ein bisschen Saatgut und Dünger kaufen, einen Big Pack oder so. Saatgut halt Palette, ist ja klar. Ist günstiger und mehr drin. Klar. Was sonst? Kriegen ja knapp 5.000 hier von der Ladung Stroh. Ja. Und vorher fahre ich halt doch nochmal zum Händler. Kannst du den nicht auch liefern lassen? Mal gucken, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das mit den Saatpaletten geht. Probieren geht über Studieren. Na, gar nicht. Nee, die von Originalspiel werden halt nicht auf der Karte angezeigt. Ah, okay. Die von LSFM, also die von der Map aus, aber schon. Sind die nicht noch günstiger? Ja, die sind, glaube ich, noch günstig. Also, Saatgutpalette kostet 2000 Liter. 1,9. Ja. 900 kostet von LSFM. Ja, dann nimm die. Und die kann ich nämlich dann auch liefern lassen. Liefern lassen, weil die auf der Karte 2000 reicht, oder? Ja, zwei Stück und zwei Dünger.
Weil die Kondor ist ja direkt satt. Mhm. Habe ich beides zweimal gekauft und... Nee, Geld ist weg. Ach, Kacke, die kann ich doch nicht so... Kann sie doch nicht zurücksetzen? Nee, nicht doch. Schade. Ich dachte schon, die Kondor ist zu tief für die Ausfahrt. Ja, die nach oben auf die Straße ist schon heftig. Ja, ich bin da gerade eben einmal hängen geblieben. Ich komme gleich um die Ecke beim Wald oben. Mhm. Mir leckt so ein bisschen. Der ist gerade ein bisschen... Ja, ich habe nebenbei noch einen Upload laufen. Bleib mal kurz stehen. Wenn du schon da bist. Steig schon mal aus. Ja. Gut. Ein Pressefoto machen. Na. Gut. Ich beeile mich mit dem Stroh. Aber schneller wie der Fendt hier, da geht's halt nicht. Ansonsten Tiere sind, glaube ich, alle versorgt, gell? Ich tue hier gefühlt alles. Ja, warte, ich guck gleich. Muss noch die Reihe anfangen. So. Stroh bräuchten die Kühe mal. Aber sonst ist alles. Stroh? Ja, die Kühe. Ist nur ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja, 10.000 mehr geht da ja leider nicht rein. Okay. Ja. Oder wir lassen das halt, dass wir dann ein bisschen Geld an dem Stroh verdienen. Ja, ich würde jetzt erstmal, ich fahre bestimmt noch zweimal hier zum Viehhändler. Mhm. Oder dreimal sogar. Kam ordentlich Stroh runter. Wenn wir das alles hochrechnen, haben wir da bestimmt 30.000 oder so verdient. Mhm. Deshalb Leute, lasst immer Stroh an. Oh, vorhin hast du gesagt, achte auf die Zeit. Ja. Hey, hallo, warum bist du so schnell? Kannst nicht mal arbeiten hier. Ich? Nee, der Ladewagen. Ausnahmsweise der Ladewagen. Da kommt schon wieder der Mobbing hervor. Nein. Was hast du denn immer mit deinem Mobbing? Das musst du mal aufhören hier. Hängst ich könnte auch zu mobben. Ganz einfach. Definition ist breit gefächert. Mhm. So. Da oben noch hier. Ja. Auch geil, wenn man von der Saatgutpalette auffüllt, ja, dann werden die Säcke sogar weniger. Ja, ja. Hast cool gemacht. Wusstest du schon, ne? Ja. Wenn du bei den Hühnern guckst, da steht auch so ein zusammengefaltetes Teil davor. Drauf. Ein zusammengefaltetes Teil? Ja, das wird ja so schmal und bis es verschwindet. Ich meine die vom Originalspiel, die Palette. Ach, die jetzt auch? Ja. Warum hast du die jetzt gekauft? Ich habe die zuerst gekauft. Ach so. Weil ich gucken wollte, ob man die zurücksetzt. Aber immer positiv sehen. Dafür haben wir jetzt erstmal, wir haben das zwar jetzt gekauft, aber können das später noch weiter nutzen. Ja, ja. Fängst du auf dem kleinen Feld an, gell? Warum? Ja, weil, dass ich hier das Stroh voll runterkrieg. Nö. Na doch, weil du es bist. Und was pflanzt mal an, Raps? Schau mal, was gerade gut bezahlt wird. Kann man Diesel produzieren? Für Diesel gibt es 2.000. Für Diesel? Ja. Machen wir. Und wir kriegen Schweinefutter. Können wir auch wieder verkaufen, glaube ich. Oh, leck. Außer Dieselproduktion? Ja, Dieselproduktion gibt Schweinefutter. Oh.
Wusste ich nicht. What? Nein. Scheiße. Ab. Ja. Was hast du gemacht? Ja? Du machst? Ich sitze auf der Leitplanke fest. Wenn lieber Premium Supporter kommt. Warte, nein. Wenn dann von vorne mal schieben. Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, bleib nicht auch drauf. Das wäre auf jeden Fall ein Fail gewesen. 5000 Umsatz im Gesamtgesetz. Jo, danke. Oh, ja. Das war knapp. Dann hätte ich auf der Leitplanke gesessen. Ja. Ich glaube, die Folge heißt Geld wie Stroh. Normal heißt er Geld wie Heu. Oder? Was auch immer du willst, ich verstehe es nicht. Es gibt ein Sprichwort, man hat Geld wie Heu. Der hat Geld wie Heu. Oder? Ich glaube, dass es so hieß. Wir haben Geld wie Stroh. Stroh wie Geld. Also ich fahre jetzt heute schon die... Ich habe vor der Aufnahme, bevor ich gestartet habe, schon eine Fuhre abgefahren. Das ist schon die dritte Fuhre Stroh. Schaffst du heute mal was? Im Gegensatz zu sonst. Und ich glaube, letztes Mal hatte ich auch schon 2 Fuhren oder 3 Fuhren weggefahren. Gestern. Gestern? Ja. Ja. Gestern. Ja, so Aufnahmeslang. Gestern heißt natürlich in der Aufnahme von gestern. Wobei die Aufnahme von gestern natürlich schon letzte Woche war. Nein, die voll. Warte. Die. Erst denken, dann sprechen. Nein. Warte. Doch. Ich wollte gerade mal gucken, aber ich weiß nicht mehr, was Schweinefutter. Ah, hier. Für Schweinefutter gibt es 2,2, Alter. Da kannst ja richtig Kohle machen mit der Dieselproduktion. Hm. Ich muss mal gerade hier ein bisschen abkürzen, sorry, Leute. Ich bin zu weit gefahren. Kein Bock umzudrehen. Varuna. Geht gar nicht. Passiert. Haben wir die Dieselproduktion eigentlich schon? Nö. Verdammt, können wir einen Kredit aufnehmen? Ja. Okay. Mach jetzt. Oder? Nein. Ja, können wir eigentlich machen. Das ist nur die Frage, wo wir die Dieselproduktion hinplatzieren. Auf dem Platz. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Morgen, 19 Uhr. Und, vergesst nicht. Nein, morgen ist... Achso, doch, morgen ist Mittwoch. Also heute ist Mittwoch. Und vergesst nicht, morgen 16 Uhr beim Apple-Projekt, sobald. Und bald gibt es da auch einen... großes Fest. Ja, eine Challenge intern. Oder? Nee, ich meine was anderes. Aha. Davon weiß ich noch gar nichts. Ja, muss ja auch nicht jeder wissen. Hast du jetzt schon geleakt oder was? Ja, klar, man muss ja Klicks generieren. Kennst du nicht das YouTuber-Business? Ayo. Ja, Klicks, Klicks, Klicks. Und natürlich zuschauen muss. Das heißt, nur klicken, auch klotzen. Don't forget it. Habt ihr eigentlich mittlerweile in jedem Projekt dahinter? Da steht nicht nur klicken, abwärts. Was nochmal? Mit dem Klicken, nicht klicken, auch nicht nur klicken, auch klotzen. Was steht es? Ob das jetzt bei jeder Folge nicht.
Wann? Wo? Bei deinen Folgen. Zum Beispiel Hof Bergmann oder RP. Da steht dann hinter dem eigentlichen Titel und zum Beispiel, ja, nicht nur zum Beispiel. Ah, auf Discord meinst du? Ist ja nur auf Discord. Achso. Das war meine Frage. Ist nur auf Discord. Müsst ihr mal einbauen in die Folgen. Im Bild. Jo. So, richtig fett. Und ja, fett kursiv unterstrichen. Und wie weit bist du schon? Wolltest du eigentlich nicht vorher düngen? Jetzt, ich habe ja Dünger jetzt in der Sämaschine, deswegen. Ah. Ja, klar. Deswegen habe ich jetzt nicht gedüngt. Wäre das der Fall gewesen, hätte ich jetzt keinen Dünger gekauft. Hätte ich vorher gedüngt. Ja. Aber daher lässt er jetzt Dünger zünden. Düngt die ja jetzt mit. Ajo, dann passt's. So, ich werde noch einmal fahren müssen. Fünf. Ich habe noch 4 Reihen Stroh hier. So. Du bist fertig, oder? Nein. Kennst du nicht dieses Hobby Discord abchecken? Hä? Kennst du nicht dieses Hobby Discord abchecken? Hobby Discord abchecken? Ja. Was in Discord passiert? Warum soll ich da jetzt reingucken? Ich bin in der Aufnahme. Nein. Hä? Ich hab das Hobby Discord checken. Ach so. Du. Gut, ich werde jetzt gleich nach der Folge noch kurz die Einladung Stroh abfahren. Da müsst ihr ja nicht dabei sein. Tigerfarm wird noch ein bisschen weiter sehen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen Abend wieder um 19 Uhr beim Let's Play Hof Bergmann. Dann sehen wir uns. Haut rein, macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.